Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich finde es sehr begrüßenswert, dass wir heute diese Debatte haben. Und zwar ist es eine Debatte über das Two- und das Sixpack, aber im allgemeineren Sinne doch auch eine Debatte über den Erfolg der wirtschaftspolitischen Steuerung in der Europäischen Union. Und wenn man es von diesem weiteren Blickwinkel her betrachtet, dann ist es offenkundig, dass diese Debatte eine Debatte über das Scheitern dieser Art von Steuerung ist. Denn am Anfang standen Regeln, die waren klar, einfach und transparent. Es war die Regel, dass es nicht mehr als 60% Schuldenstand geben solle und dass es nicht mehr als 3% an Neuverschuldung geben solle und dass es ein Nichtbeistandsprinzip gibt, dass jeder Staat für seine Schulden selber haftet und kein Staat für die Schulden eines anderen Staates eintritt. Diese Regeln hatten keinen Bestand. Sie sind 2005 aufgeweicht worden in der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und abgelöst worden durch komplexere Regeln, durch weniger transparente Konzepte wie ein strukturelles Defizit, dessen genaue Definition, glaube ich, weniger Abgeordnete imstande sind zu reproduzieren. Dieses strukturelle Defizit hätte nun von Jahr zu Jahr reduziert werden müssen um mindestens 0,5 Prozentpunkte. Für Staaten, die in einer Excessive Deficit Procedure sind, sogar um bis zu 0,8 Prozentpunkte. Aber wir haben nichts dergleichen gesehen. Die Reduktion des strukturellen Defizits hat sich in kleinen und kleinsten Einheiten vollzogen, weit entfernt von der Zielgröße der 0,5 Prozentpunkte pro Jahr. Dann wurde im Jahre 2010 auch der entscheidende Baustein des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Nichtbeistandsklausel, gebrochen. Stattdessen hat man dann den ESM geschaffen, man hat Schattenhaushalte auf der EU-Ebene geschaffen, wo neue Verschuldung aufgebaut werden konnte, die nicht den einzelnen Staaten zugerechnet wird in Form der EFSF und des ESM. Man hat das Two-Pack eingeführt, man hat das Six-Pack eingeführt, man hat das europäische Semester eingeführt, man hat ein ganz komplexes Regelwerk von Scoreboard-Indikatoren eingeführt, sodass man jetzt eigentlich jede Form von Finanzpolitik anhand irgendeines Indikators wird auch rechtfertigen können, sodass die Regeln zu vollständiger Willkür ausgeartet sind. Meine Damen und Herren, das ist der falsche Weg, den wir dort beschreiten. Es wird alles intransparenter, komplexer und willkürlicher gemacht und eröffnet damit Möglichkeiten für Staaten weiterhin unverantwortlich zu wirtschaften, so wie wir das zurzeit insbesondere bei Frankreich sehen. Wir müssen zurückkehren zu der einen und entscheidenden Regelung, das ist das Nichtbeistandsprinzip. Wenn wir uns an das Nichtbeistandsprinzip wieder halten, dann hat jeder Staat seine Souveränität, seine finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Entscheidungen so zu treffen, wie er das selbst verantworten kann, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass er selbst und nur er seine Schulden wird bezahlen müssen. Dann braucht man keine wirtschaftspolitische Steuerung, dann braucht man auch keine Empfehlungen zu geben. Dann kann man sich einfach darauf konzentrieren, die Staaten daran zu erinnern, dass Schulden, die diese Staaten machen, von diesen Staaten und den Steuerzahlern dieser Staaten beglichen werden müssen und von niemand anderem. Und das reicht als Anreiz vollständig aus, um innerhalb der Eurozone auch wieder zu Vernunft und Verantwortung zurückzukehren. Vielen Dank. Akzeptieren Sie die Blaukarte? Herr Giegold, Sie haben gesagt, die einfachen Regeln seien prozyklisch. Wenn wir einen Staat haben, der ein ausgeglichenes Budget hat, darf er nach den einfachen Regeln die Neuverschuldung um 3% erhöhen. Bei einer Staatsquote von ungefähr 20% bedeutet das, dass man die Staatsausgaben um ungefähr 15% ausweiten darf. Was ist dann daran prozyklisch? Es besteht doch gerade die Möglichkeit, expansive Fiskalpolitik zu machen unter diesen Regeln. Lucke. Das Problem war eben nicht die Situation, wenn die Wirtschaft nicht lief. In der Tat, die Euro-Länder haben dann immer diese Regel, diese 3% eingehalten oder sogar noch überschossen. Das Problem war, dass wir keine Regeln hatten, die dafür gesorgt haben, dass die Schuldenquote auch wieder zurückgeführt wurde, wenn es lief. Und insofern waren die alten Regeln mit den 3% und 60%, die Sie hier vertreten haben, waren genau primitiv, simpel und Scheinlösungen, weil sie eben in den guten Phasen keinerlei Verpflichtungen enthielten. Und deshalb war ehrlich gesagt Ihre Ausführung zu einfach und Ihre wiederum Konzentration nur auf die schlechte Phase war ebenso eine Einseitigkeit. Ja, Kollege Lucke. Herr Kollege, ich habe mit Erstaunen vernommen, dass Sie gesagt haben, der Euro hätte Griechenland geholfen, seine Schulden umzustrukturieren. Ist es nicht vielmehr so, dass es der gute Wille der Gläubiger gewesen ist, der zur Schuldenumstrukturierung geführt hat, die auf ihre Forderungen im Werte von 100 Milliarden Euro verzichtet haben?
und dass Griechenland imstande gewesen wäre, seine Schulden zu bezahlen, wenn es eine eigene Zentralbank und eine eigene Währung gehabt hätte? Αυτή τη στιγμή το χρέος της Ελλάδας είναι δημόσιο, δεν είναι πια στον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχουμε πολύ... Die Schulden sind ja öffentliche Schulden, keine privaten Schulden mehr. Und es ist politisch zugesagt worden, die Schulden zurückzuzahlen, langfristig natürlich. Und die Debatte über eine Umstrukturierung des Schuldes, der Schulden betrifft eventuell eine Verlängerung der Frist. Aber zwei Dinge sind wichtig. Wir brauchen einen aktiven Primärüberschuss und Strukturreformen. Und in dem Fall würden alle davon profitieren. Griechenland würde moderner werden und die Geldgeber bekämen ihr Geld zurück. Vielen Dank.